Hallo da draußen, heute bei Orange and Black geht es darum, dass Festplatten scheinbar kleiner sind, als auf ihrer Verpackung steht. Das Problem kennen wahrscheinlich viele, trotzdem werde ich es jetzt hier nochmal präsentieren. Ich habe jetzt hier mal den Arbeitsplatz geöffnet und habe hier eine externe Festplatte angeschlossen, die ich mit 500 GB gekauft habe. Wenn ich jetzt einen Rechtsklick darauf ausführe und dann Eigenschaften auswähle, sehe ich allerdings, dass mir nur 465 davon zur Verfügung stehen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie errechnen sich diese 465 GB und wie kommt das überhaupt zustande? Und die Antwort ist ganz einfach. Der Hersteller dieser Festplatte, beziehungsweise der Hersteller von eigentlich allen Festplatten, rechnen damit, dass ein Gigabyte aus 1000 Megabyte besteht und ein Megabyte aus 1000 Kilobyte und ein Kilobyte aus 1000 Byte. Während der Computer damit rechnet, dass ein Gigabyte 1024 Megabyte groß ist, ein Megabyte 1024 Kilobyte und ein Kilobyte 1024 Byte. Also, wie errechne ich mir jetzt diesen Wert? Dafür haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste ist mit dem Taschenrechner, beziehungsweise jetzt ich hier mit Google. Sagen wir mal, ich habe eine 500 Gigabyte Festplatte gekauft und dann müsste ich jetzt also diese Festplatte erstmal auf die Bytes bringen, wie groß sie dann Bytes ist. Ich rechne also mal 1000, das hat der Hersteller gemacht, und dann nochmal mal 1000 und dann nochmal mal 1000, also 500 GB werden zu 500.000 Megabyte, dann zu 500 Millionen Kilobyte und dann zu 500 Milliarden Byte. Und dann tue ich den Schritt, den der Computer machen würde. Ich teile durch 1024, 1024 und dann nochmal 1024, um dann die Schritte zu vollziehen, wie der Computer von den Bytes wieder herunterrechnet. Dann betätige ich mal die Google-Suche und dann sagt mir Google, dass die Festplatte 465, und ein paar zerquetschte groß sein wird. Und die zweite Möglichkeit ist, dieses kleine Programm hier zu benutzen. Und dann geben wir hier einfach mal die gekaufte Größe ein. 500 GB. Und erhalten 465,7 GB als Ergebnis, was uns dann im Endeffekt zur Verfügung stehen wird. Also, das Problem an sich ist, dass der Hersteller uns 500 Milliarden Bytes verkauft, der Computer diese Bytes allerdings dann anders in Gigabytes umrechnet. Der teilt jedes Mal durch 1024, während der Hersteller nur durch 1000 teilen würde. So viel von uns. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns doch. Bis zum nächsten Video von Orange or Black. Das dauert diesmal nicht mehr so lange wie beim letzten Mal.